Corona Ach, belegen. Genau, perfekt. Und danach stelle ich meine Hand zusammen mit dem Bein. Wenn meine linke Bein nach hinten ist, meine linke Arm ist auch vorne. Und das heißt hier. So bewege ich. Der Arm mit demselben. Selbe Bein. Wenn meine rechte Bein nach hinten ist, ist zusammen mit meinem Arm. Und das ist die Basis wieder. Und kriegen wir jetzt noch Musik dazu? Ja. Die Musik ist der Beat im Bauch, die dahinter ist. Und gleich werde ich ein bisschen spielen und auch mit den Kindern ein bisschen singen. Wie heißt das Instrument? Beat im Bauch. Ah, das ist wohl auch Portugiesisch, oder? Genau. Sprichst du Portugiesisch? Ja, ich bin Brasilianer, Capoeira Weltmeister und mit Katharina in dieser Arbeit zusammen. Oh, Capoeira-Weltmeister, der kann uns ganz schön kicken, glaube ich. Ja. Es gibt ja noch viel, viel besser. Ja. Der Messe und Mobrante, der ist... Das ist der Messe. Nein, das ist nicht der Messe. Ich habe schon wieder den Namen. Wie heißt du denn? Ich heiße Marino Douglas Marejo und mein Vater, der Messe Mobrante, ist der Gründer von dieser Verein. Und organisiere viele Sozialprojekte mit Kindern und Jugendlichen und es ist unser Meister. Kommt oft hier in München einmal pro Jahr Seminare zu geben, Workshops und Wettkampf zu organisieren. Okay. Aber ich habe deinen Namen leider nicht verstanden. Geht das auch einfacher? Ja, bekannt. Juninho. Juninho. Okay, das können wir uns merken, oder? Juninho. Ja, Capo, also. Was Branca bedeutet auf Deutsch ungefähr weiße Hand oder so ähnlich. Ja. Es ist ungefähr so eine kleine heldenhafte Geschichte, sondern es ist einfach nur, weil die dort auf der Straße waren und Capoeira gemacht haben und der hatte eine weiße Hand an und also weiße Handschuhe an und deswegen nennt man ihn weiße Hand. Das ist jetzt der Papa von unserem Trainer, der so gut ist, ne? Genauer gesagt. Genauer gesagt, Weißer Handmeister. Weißer Handmeister. Okay, wir lernen vom Sohn von Weißer Handmeister. Alles klar, dann mal Jinga. Okay. Dann.